Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Megaprojekt. Wir gehen auch direkt auf den Server. Und ja, wir machen heute mit dem Lagersystem weiter. Und die haben wir uns auch ausgelockt. Passt, passt, passt. Alles da. Das Ding hat immer noch seine Energie, die es braucht. Ja, und wir waren hier stehen geblieben und haben das hier schon fertig gemacht. Jetzt müssen wir nur noch die Sachen einsortieren lassen. Ich gucke hier eben gerade nochmal zur Sicherheit, weil das ist mir auch in den Kommentaren jetzt eingefallen. Das habe ich nämlich vergessen, jetzt mal nachzuschauen. Und zwar, wie weit das hier geht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Passt perfekt. Das bedeutet, wir müssen keine zweite MFSU dranhängen, weil irgendwann wird die Energie verloren gehen, werden, tun, sein wollen. So. Dann können wir jetzt schon mal hier beginnen, weiterzumachen. Was können wir denn hier jetzt noch machen? Ich würde sagen, dass wir hier noch Blöcke hinmachen. Also, dass hier allgemein alle Blöcke hinkommen, wie zum Beispiel, dass hier Cobble hinkommt. Dann könnte da zum Beispiel Stone Brick hin. Hier kann Erde hin. Nein, Moment. Das stimmt gar nicht. Das muss weg hier. Die Item Frames da. Aber hier drüben habe ich die auch weggemacht, genau. Die müssen nämlich hier weg. Das stimmt alles nicht. So. Man kann hier Erde hin. Und hier Stone Brick. Jo. So, dann kann ich nochmal kurz raufgehen. Das ist übrigens keiner auf dem Server drauf. Falls sich das jemand fragt, ob jemand da ist. Ja, jetzt haben wir hier jede Menge Slabs. Für die kann ich auch mal eine extra Kiste eigentlich machen. Wir haben hier genug. Mache ich die einfach mal dahin. Und da bellt mein Hund. Sorry deshalb. Aber den kann ich leider davon nicht abhalten. Gut, dann brauchen wir jetzt Rubberwood könnte ich noch nehmen. Dann mache ich aber eine allgemeine Holzkiste dafür, glaube ich. Und da hole ich mir mal. Habe ich noch irgendwie Oakwood irgendwo? Bei der Quarry sicherlich. Das Portal haben wir unten, oder? Ja, genau. Oh, hüpfen wir da rein. Ja, da hat sich schon einiges aufgelöst von dem. Mal gucken. So, kann ich eine Gravelkiste machen? Das kann ich mitnehmen. Eine Sandkiste auch auf jeden Fall. Das ist eine gute Idee. Bei der Quarry fallen mir die ganzen Sachen ein, was ich alles machen muss. Das finde ich gut. So, wo haben wir denn hier Oakwood? Da haben wir Oakwood. Sehr schön. Dann, ja, die gebe ich alle dann Kev später mal. Erstmal aber noch nicht. Flint kommt, glaube ich, zu Gravel. Dann Zinnabar können wir mitnehmen. Obsidian auch. Shards. Sorry, immer noch wegen dem Hund. Aber da kann ich leider nichts dagegen machen. So, wir nehmen dann eben. Was haben wir da noch drinnen? Da können wir noch ein paar Sachen mitnehmen. Einfach so viele Erze einpacken. Ja, und dann gehen wir wieder zurück. Können weitermachen. Es sind jetzt ein paar langweilige Folgen, ich weiß, aber muss ja auch irgendwann mal sein. Heute könnte übrigens sein, dass der letzte Tag des Megaprojekts ist. Weil Dena plant mit seinen Nukes noch rumzuspielen heute Abend. Vielleicht drehe ich dann noch eine Folge und hänge das hier hinten dran oder ich weiß noch nicht, wie ich es machen werde. So, das hier ist Cinnabar. Aber sonst nichts davon, glaube ich. Shards sind hier drüben drinnen. Ja, auch schon richtig viele eigentlich. Kann man mal wieder mit Magie was machen. So, dann, was haben wir hier? Hier haben wir Silber, das kommt da rein. Dann haben wir hier noch Copper, Eisen, Tin, ja. Obsidian muss ich auch noch eine Kiste dafür anlegen, aber erstmal mache ich hier noch Holz hin. Das ist Rohholz, würde ich sagen. Jawohl, ja, das ist Rohholz und das sind Holzprodukte, würde ich sagen. Dann können wir eine Gravelkiste machen. Eine Sandkiste, eine Marblekiste, eine Obsidiankiste, eine Basaltkiste brauchen wir dann auch auf jeden Fall. Die kommt dann da dran, glaube ich. So, noch irgendwas jetzt? Ich glaube nicht, ne? Das dürfte schon gewesen sein. Ja, dann ordne ich die Sachen auch direkt ein hier, damit ich Platz habe. So, hier kommt das Rohholz rein. Da kommt das Holz rein. Item Frames aber nicht. Dann kommt hier Dirt rein. Da kommen alle möglichen Bricks rein. Da kommt Obsidian rein. Hier kommen Slabs rein. Moment mal, regnet es oder wieso ist das da oben rausgeploppt? Ich kann hier mal nachgucken. Jo, es regnet, ne? Jo, es regnet. Es ist leider nicht nachts, das ist nicht gut. Da chillt noch eine Pilzkuh rum.
Ich habe wieder einiges in Yu-Yu Matter, das kann ich wieder unten reinpacken. Und zwar da rein. Läuft. So, dann. Marble war da. Gravel sowie Flint kommt da hinein. Shards kommen da hinein. Gehirne waren, glaube ich, hier drin, genau. Er kann ich wegwerfen, brauche ich nicht. So. Ja, das war's eigentlich wieder. Haben wir im Canvas Bag noch eigentlich was? Ja, da haben wir noch einiges. Das können wir auch schon mal einsortieren. Dann können wir hier zum Beispiel eine Rubberkiste machen. Dann noch eine Pipeskiste. Magiekiste haben wir ja schon. Ne, wir haben noch keine richtige Magiekiste, fällt mir gerade auf. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. So, dann hier eine Nahrungskiste. Noch irgendwas. Ah, ich glaube nicht sonst. So, also hier kommen die ganzen Pipes rein. Und da zählen die Kabel nicht dazu, übrigens. Da kann das Steak schon mal rein. Rubber. Ja, der Rest kommt dann drüben ran. Von dem, was ich jetzt noch mit habe, was irgendwie wichtig ist. Cobble. Stonebrick. So, dann gehe ich da schon mal wieder. Aha. Finde ich interessant. Gehst du da bitte weg? Bleib da drüben. Gut. Die ist schon leer. Was habe ich gerade gesagt? Dummes Vieh. So. Gut. Dann können wir da schon mal wieder was reintun. Mir fehlt da übrigens wirklich, glaube ich, eins von den Federfalling-Büchern. Das wird mir, glaube ich, echt geklaut. Was ich ziemlich interessant finde. Wer klaut denn bitte ein Federfalling-Buch? Ein Fitterbeast. So, die Blöcke kann ich ja alle mitnehmen. Zu Sand gehört auch Glas, Stonebricks, Gravel. Eine Netherkiste kann ich mir auch machen. Das sind Holzprodukte, das sind Pipes. Essen. Noch mehr Essen. Das war's mit Essen. Da ist aber auch noch was drin. Kann ich da alles noch reinstecken, was noch geht. Jo, mehr geht aber auch nicht mehr. So. Dann gehen wir da hinunter. Slabs hatten wir hier. Dann hier Cobble. Wo mache ich Mossy Cobble rein, ist die Frage. Mossy Cobble könnte ich eigentlich zu den Magieblöcken dazu machen. Also hier einfach rein. Und passen. So, dann hier haben wir noch mehr Pipes. Da haben wir dann Essen. So. Aber wie viel Eisen haben wir eigentlich? Ja, ist wieder was rumgekommen, sehr schön. Können wir wieder da reinpacken. Das läuft auf jeden Fall. Das muss ich gar nicht schmelzen, das ganze Zeug hier. Gut, dann Flint kommt da unten rein. Gravel auch. Dirt war hier. So, dann machen wir eine Netherkiste. Das wird dann die hier werden. Ne, warte, da wollte ich Basalt hin machen, ne? Ich weiß, ich könnte es auch einfach woanders hin machen, aber ich will Basalt da haben. So, dann kommt hier unten die Netherkiste hin. Jo. Dann, da kommt das Glas hinein. Da kommen die ganzen Holzprodukte hin. Wobei, ich glaube, da ändere ich das Item-Frame auf das Fence-Gate. Lol, wo ist es hin? Ah, da. Seltsame Item-Frames. Sieht halt echt komisch. So. Passt auch. Stonebrick kommt da rein. Und jetzt kann ich pennen gehen. Tue ich das auch gleich. So. Dip, dip, dip. Gut. Nehmen wir die Blöcke hier noch alle mit. Bricks. Wo tue ich Bricks ran? Will noch gucken, wo ich Bricks ran tue. Soul Sand ist Nether. Conduits können da auch dazu. Glas. Und das ist Nahrung. Gehen wir wieder runter. Weiter einsortieren. Ja, da bellt mein Hund schon wieder. Ist dauernd bellen, der Hund. So. Jetzt noch mehr Cobble. Dann, ups, da kommen Slabs ran. Boah, wir haben so viele Slabs einfach, die da immer rausploppen und die ich einsammle.
So, das kommt alles da rein. Dann haben wir hier Holz. Wo tue ich jetzt Bricks rein, ist die Frage. Ich glaube, die mache ich einfach da dazu. Das passt schon. Dann mache ich hier einfach alle Art von Bricks oder solchen Sonneblöcken rein. Das passt schon. So, Gravel hatten wir noch. Noch ein Stone Brick. Das ist aber Magie, würde ich schon fast sagen. Oder warte mal, wie viele verschiedene Holzsachen gibt es denn? Es gibt das Rubberwood, das Oakwood, Birchwood, Sprucewood, Junglewood. Das sind fünf, ja, da kann ich das auch noch dazu machen. Greatwood auch, das passt schon. Ich muss halt alles richtig einteilen noch, weil ich kann ja maximal 9 Sachen pro Kiste einsortieren lassen. So, Soul Sand kommt da rein. Wolle. Wo tue ich Wolle hin? Eine gute Frage. Wo tue ich Wolle hin? Ich glaube, Wolle brauche ich eigentlich nicht. Wenn ich Wolle brauche, dann hole ich mir die oder mache die aus Drinks. Das ist schon okay. Die lasse ich da einfach liegen. So, da haben wir dann noch Glas gehabt beim Sand. Dann drüben kommen noch Pipes und Essen hin. Passt das mit den Conduits? Vielleicht brauche ich dann noch Eisen. Das heißt, ich habe noch zwei Slots dann frei. Dürfte passen. Dann haben wir Rubber gehabt, das war Essen. So. Das war dann auch schon ziemlich voll. Aber ja, ich denke, rohes Fleisch tue ich dann nicht dazu. Beziehungsweise das brate ich dann sofort immer. Also ist das dann eh egal. So, noch irgendwas hier. Pflanzliche Sachen kann ich noch nehmen. Dann tierliches. Ja, das kann ich einfach runterstecken. Es ist eigentlich egal, wie ich es mache. So, aber hier brauche ich dann nichts mehr im Prinzip. Das kann ich noch rausnehmen. Dann, was kann ich hier nehmen? Das kann ich nehmen. Das auch. Kann ich alles nehmen. Das Obsidian. So, und dann muss ich gleich wieder hochkommen. Machen wir hier drüben mal eine pflanzliche Kiste. So. Kommt der ganze Crap rein. Bone Meal würde ich aber dann wieder eine extra Kiste machen. Da würde ich dann das hier verwenden für. Das Leder, glaube ich, oder? Ne, da verwende ich das Bone Meal für, glaube ich. Da kommen alle solche tierischen Sachen rein, würde ich mal sagen. Oder halt fürs Feld. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge für die Ordnung habt, wie ich das besser machen könnte, sind gern gesehen. Ist kein Ding. So. Dann Netherrack. Netherrack. Obsidian. Cobblestone. Nein, Gravel kommt da nicht ran. Dirt. Gravel. Holzprodukte. Glas. Mache ich Minium-Stone-Kisten? Ich glaube nicht, oder? Brauche ich nicht. Minium-Stone habe ich entweder mit mir, trage ich entweder mit mir herum oder der liegt im Project-Table oder sowas. Mache ich keine Kiste für. So. Ist da eigentlich schon wieder was drum rausgekommen? Nee. Aber bald wieder. Mit dem nächsten Golem dann. Wo wir gerade bei Rubber waren, ich kann ja mal wieder. Das heißt gerade bei Rubber waren, das ist schon länger her. Aber ich kann hier mal wieder alles ernten. So. 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 Und zack. 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 Zack, 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 zack. Ganzes Digrisin brauche ich. Das kann ich dann auch nämlich zur Rubberkiste gleich hinzufügen, aber ja, da hebe ich mir eben eines auf davon. So, gehen wir hier kurz runter. Wo war die Rubberkiste? Da. Die hier und der ist blau, stimmt das? Ja, stimmt. Dann können wir das auch dann gleich wieder hier reinschmeißen. Haben wir da eigentlich jetzt noch was drinnen hier irgendwo? Macerator? Nee. Da ist auch nichts mehr. Das ist auch bald leer. Das sind noch Holzprodukte. Die Bowls nicht, die werfe ich glaube ich weg dann. Genauso wie Steinwerkzeug ist, aber das braucht man halt einfach nicht. So, Obsidian nehme ich mit. Dann, das ist eigentlich alles technisch. Slabs kann ich mitnehmen. Das kann ich auch einpacken. Den One of the Apprentice auch, Schilder auch. Das kann ich auch nehmen. Bricks, ja, da kann ich übrigens mal die hier draus machen.
Noch irgendwas? Dann da kann ich wieder Blöcke einpacken. Und das war's auch schon wieder. Wir haben so viel Obsidian einfach. So eine Quarry ist ja schon ganz nützlich. So, dann machen wir da noch das rein. Hier kommt das rein. Das kommt noch da hinein. So, dann haben wir da auch erstmal Sand. Kommt das hinein. Hier kommen Bricks ran. Marble. Was machen wir mit dem Glas, ist die Frage. Ich mache auf jeden Fall eine große, große Technikkiste. Und ich glaube. Erstmal machen wir die Dinge ran. Dann kann hier noch der Apfel dazu. Da kann das ran. Moment, der Zauberstab, den tue ich gleich daran, würde ich mal sagen. Mach auf jeden Fall eine große Technikkiste. Ich bin noch am Überlegen, was ich da als Item Frame nehme. Bin noch am Nachdenken. Mal gucken, was kann ich denn da nehmen? Gehen wir mal nach oben und schauen nach, was es hier so gibt. Möglicherweise eine Redstone Engine. Oder ein Machine Block. Ich brauche Inspiration. Habe ich zwei Quarries? Ne, die habe ich da reingetan. Was könnte ich denn nehmen? So, mach das mal weg. Ich weiß nicht. Übrigens. Ich kann mal wieder meine Quantumschuhe aufladen. Mal gucken. Außer Tim hat, glaube ich, eh keiner mit Item Frames sortiert, oder? Ich glaube, Tim ist der Einzige. Ja, da bellt mein Hund wieder. Wunderbar. Wunder, wunderbar. Oh Mann, Alter. Die Kommentare, die in der Megapro-Account einfach schicken. Von den Kommentaren, die ihr, also die Kommentare, die ihr schreibt, wegen Opriol oder sowas, das war mit dem Haus von denen, das finde ich so geil, ohne Scheiß. Das ist aber so das übelste Upragen. So, das kann ich auch noch schnell aufladen. Kommt eh gleich wieder was nach. Es geht so schnell, sobald man einen HV hat, hat man so viel Yo-Yo-Matter. Ich werde mir auch Balance machen. Oh lol, Tim hat hier einen Weg gemacht. Cool. Tun wir ihm das Yo-Yo-Matter da rein. Der hat schon was benutzt davon. Ja, wahrscheinlich für Gravel oder sowas. Das ist bei dem irgendwas, okay. Hat der überhaupt eine Technikkiste? Ich glaube nicht, oder? Oder hat hier da die Pipes verwendet, ja. Ich bin am überlegen, was ich da noch nehmen kann. Vielleicht ein Overclocker, das würde eigentlich ganz cool aussehen. Aber ich glaube, ich habe gar keine, oder? Guck mal, ob eh noch alles steht, außer Denas Haushalt. Ja. Oder hat noch jemand ein extra Schild geschrieben? So, hallo Dena, der Detective hier. Zeronic war's. Die Sachen sind noch drinnen, ne? Ja, sind noch drinnen. Sehr schön. Dann klaut wenigstens niemand, das finde ich gut. Weil es ist ja nicht eindeutig, ob es auf seinem Grundstück steht oder nicht. Und sorry wegen dem Hund nochmal. So. Fliku. Oh, ich wollte sie nochmal nehmen. Aber das wurde leider nichts. So. Ich unterbreche mal kurz, bis der Hund ruhig ist. So, da bin ich wieder. Ich habe eben das Fenster zugemacht, jetzt dürfte das auch nicht mehr so laut sein. Der Hund ist so dumm, jedes Mal, wenn ein Auto hört, muss er anfangen zu bellen. Wie so ein Geistesbehinderter. Na, oh, kann ich noch ein paar Sachen einpacken? Ich glaube. Nehme ich eine Engine? Oder mache ich mir einen Overclocker? Wie sieht es eigentlich mit auf Items aus? Ich nehme, glaube ich, einfach ein Copper-Cable, oder? Ja, ich glaube, ich nehme einfach Copper-Cable, das passt schon. Jo, dann packen wir das alles ein. Das, das, das. Das, das. Haben wir da noch was? Glas haben wir noch? Ja, wir haben noch jede Menge Blöcke hier auf jeden Fall. Aber wir haben keinen Platz mehr. Oh, und wir können wieder schlafen gehen. Habe ich eigentlich alles bei Tim wieder mitgenommen? Ja, habe ich. So, erstmal pennen. So, nächster Tag, alles läuft. Können wir kurz gucken. Ja, wir müssen sowieso runter jetzt. Gut, dann Bone Meal. Genauso wie. Haben wir noch irgendwas, was wir da rein
Leder. Dann hier unten Steak. Oh, ich könnte auch die Ranch nehmen. Ja, die Ranch ist gut. Dann machen wir hier die Technikkiste hin. Da die Ranch dran. Da kommt das ran. Da kommt das ran. Da kommt das ran. Da kommt das ran. Das ran. Das ran. Ja, und das war's. So, dann können wir hier noch zum Beispiel Tools machen. Da hole ich mir eben ein. Ne, das Warpelschwert, das muss ich dann nicht reintun. Was kann ich denn da nehmen? Habe ich da noch ein anderes Schwert? Ich glaube, da nehme ich einfach eine Crowbar. Das passt schon. Als Toolskiste. Zack. Kann man da schon mal reintun. Jetzt dürfte ein Block da sein. Auch noch immer nicht. Da ist noch kein Golem gespawnt. Appapa. So. Bricks. Cleanstone. Kann man da auch reintun. Wo tun wir die Treppen? Würde ich noch da dazu tun, auf jeden Fall. Ups, ich wollte dich nicht drehen, tut mir leid. So gehörst du, oder? Ne, Moment. Moment, hab's gleich. Ne, das ist, glaube ich, nicht ganz richtig. So. Kommt Gras hin. Holz. Slabs. Glas. Saplings Flint, Flint kommt dahin. Glowstone kommt dahin. Saplings kommen da rein. Ja, das sieht doch schon mal ganz anständig aus. Ich habe dann hier hinten immer noch eine Seite frei. Also läuft das doch, würde ich sagen. Ich kann noch mal ein bisschen Glas gerade rausnehmen, denn ich muss ja hier noch die ganzen Kisten loswerden. Wo tue ich eigentlich Item Frames hin, muss ich noch überlegen. Muss ich gleich gucken, was ich mit denen mache. So. Passt. Wozu ich Kisten und Item Frames hin? Mal schauen. Kisten. Mache ich da eine extra Kiste für? Hm. Kann ich ein Item Frame in Item Frame packen? Nice. Kann ich hier noch ein Item Frame reinpacken? Nee, schade. Das wäre cool gewesen. Ja, dann kann ich da zum Beispiel einfach solchen Krimskrams wie Item Frames und Bilder und ja, die Miniaturblöcke reinmachen. Jetzt ist die Frage, was mache ich für das hier eine extra Kiste? Für andere Kisten? Ich glaube aber nicht, dass ich das mache. So, was haben wir hier noch? Item Frames kann ich mitnehmen. Bowls kann ich entsorgen. Tschüss. Dann die Schere kann ich mitnehmen, die kommt zu Tools, das aber nicht. Landmark mitnehmen, das ist alles Technik. So. Da ist nichts mehr drinnen. Ist da noch was drinnen? Nee. Das kann ich alles einpacken, das sind alles Tools. Dann haben wir hier die Ranch, die kommt zu Technik. Das ist alles Technik, 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 Technik. Das kann ich auch noch als Technik durchgehen lassen. Das auch, das auch, das auch. Und das sind dann alles wieder Tools. So. Gut. Wieso habe ich meine Hoe eigentlich benutzt? Jemand hat meine Hoe benutzt. Das war ich sicher nicht. Derjenige muss mir eine neue machen, weil die kann ich jetzt dann wahrscheinlich fürs Zaubern nicht mehr benutzen. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon, dass ich die dann nicht benutzen kann. So, kommen hier die ganzen Sachen rein. Dann haben wir da unten Deko-Stuff, da kommen die Item-Frames rein. Dann ist das Technik. So. Da kommt einfach das Ganze rein. Ja, und ich weiß, hier tue ich ziemlich viele verschiedene Sachen rein, aber es geht bei manchen Sachen einfach nicht, dass man das komplett sortiert. Ich meine, ich kann vielleicht noch eine Gears-Kiste machen und alles Mögliche. Mal gucken. Was die in der Konfi einfach schreiben, es ist der Wahnsinn. So, dann tun wir einfach mal da alles rein, was überbleibt. Wird schon wieder dunkel? Nee. So, das nehmen wir alles raus. Ja, dann sind wir eh schon durch, ne? Passt. Läuft doch alles. Klipp und klar. So. Turtle hat noch was. Ja, die hat noch was. So, jetzt machen wir schnell. Nein. Jetzt aber. Nein, nur eines bekommen. Ne, das war überhaupt irgendwas. Ich geb's auf. Ne, ich hab quasi das bekommen.
Moment, dann machen wir so. Revi, Alter. Easy. Gut, wo war ich stehen geblieben? Cobble. Dirt. Warte, ist der Cobble da drin? Ja, das ist hier drin. Das hat mich so komisch ausgesehen, weil das darüber gegangen ist. Yo, Bögen. Blaze Rods. Wo tue ich Blaze Rods hin? Blaze Rods würde ich zum Nether tun. Ist eh kaum was drinnen. Ja, dann würde ich vielleicht eine Kiste hier mit Büchern machen. Dann nehme ich einfach mal das Featherfalling Buch. Das kommt mal da oben rein. Dann kommt hier nämlich sowas rein. Und diese Dinger hier. Die Music Discs. Dann haben wir hier noch Tools. Da kommt das alles rein. Wofür braucht man diese Crowbars? Ohne Scheiß. Egal. Wassereimer tue ich wohin? Wo mache ich Wassereimer hin? Ich glaube, die mache ich einfach. Hier zur Technik, passt schon. Das Saumonomicon kommt daran. Redstone-Fackeln ist auch Technik. Jo, passt schon. Dann hier noch mehr von denen. Und dann können wir auch schon wieder hochgehen. Juhu. Kann ich eigentlich mein Canvas Bag umbenennen? Ich weiß nicht, ob das geht. Ich kann sie mal ausprobieren. Dem hat einen Amboss, den ich nutzen will. Das heißt, ich darf nicht, sondern ich will einfach. Oh lol, der hat mit Magie begonnen. Das hat er wahrscheinlich dann in der Folge gemacht, die er gebracht hat. Die habe ich nämlich noch nicht gesehen. Ich frage mich, wie viel er schon hat. Auf jeden Fall hat er schon diesen, wie heißt das Teil? Ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt, aber das muss ich auch noch bauen. Und da hat auch jede Menge Stuff drin. Haha, ich sortiere es. Was willst du tun? Ist das ein Loch? Jo, den kann ich umbenennen, ne? Kann ich. Wie soll ich das nennen? Wie soll ich den Canvas Bag nennen? Einfach nur. Renis. Rucksack. Eins. Easy. Benenne ich die auch noch um. Venis Portal Gun. Eins. So, damit die ja keiner klaut. Das kann ich auch noch umbenennen. Ne, kann ich nicht. Das kostet viel zu viel. Oder? Ja, 37 Level, weil ich sie umbenennen will, Alter. Weil ich sie umbenennen will. Wie viel kostet das bei dem, bitte? Oh, gar nicht viel. Ja, kann ich noch irgendwas umbenennen? Minium Stone. Ja, nee, unnötig. Okay, ja. Passt schon, passt schon. Ich glaube, was hat denn der hier gemacht? Ach, hat der einfach nur mehr Brain in Chars gemacht mit dem Wasserfluss dann sozusagen? Okay. Ja, und das sind wahrscheinlich die Brain in Chars. Kommen diese Essgeräusche her? Wow, so viele Level. Heilige Scheiße. Jetzt benenne ich meine Spitzhacke doch um. Auf Kosten von Tim. Danke, Tim. Bist so nett zu mir. OP. Nein, warte, wie soll ich es nennen? Simon ist ein Jockel. YOLO. Mir ist nichts eingefallen. 37 Level für Simon ist ein Jockel ausgegeben. Aber egal, dann sehe ich jetzt jedes Mal, wenn ich das in die Hand nehme. Ah, oh, Simon ist ein Jockel. Hier sehe ich Playerboy. Das ist meine Portal Gun. Das ist mein Rucksack. Passt. Und es wird gleich Nacht. Zack. Nein, geht noch nicht. Schade. Das kann ich mal wegmachen. Brauche ich nicht. Das kommt nämlich hier hinten da rein. Da. Mittlerweile dürfte aber ein Eisenblock da sein.
War spawnen überhaupt keine mehr, oder wie ist das? Da bin ich immer noch bei dem, genau. Das muss ich dann noch machen. Was ich jetzt aber eigentlich. Genau, ich wollte noch Glas nehmen. Wo haben wir denn Glas? Glas ist hier. Also einfach geht das. Und zwar brauche ich 8 Stück. Ich finde, das sieht voll cool aus, das Design. Ja, passt. Also mir gefällt es. Ich bin am Überlegen, ob ich hier vielleicht noch eine Glasschicht drüber mache. Ja, ich finde, das sieht echt cool aus. Jupp. Ja, dann können wir jetzt pennen gehen, hoffe ich mal. Oh Scheiße, das nervt hier langsam, weil ich will hier eigentlich durchlaufen. Bett, da. Das können wir eigentlich auch mal nach unten legen jetzt. Passt. Gut, dann oben haben wir alles clear, dann kann ich hier jetzt zu der Quarry gehen und hier noch ein bisschen was nehmen.
Was macht ihr da? Lol. Lol. Was ist das? Was ist das? Lol. Sogar mit der Quantumrüstung kriegt man davon Damage. Lol. Okay, laden wir noch mal kurz auf. Ja, das geht da schon ordentlich weiter. Ba-ba-ba-ba. Ich habe mal die Schuhe wieder. Läuft das? Denen ist auch langweilig, glaube ich. Okay, ich schreibe nur eine Konfi wieder über Denas Haus. Die Reaktion warte ich immer noch ab. Vielleicht kommt der auch noch on. Dann hat sich die lange Aufnahme hier gelohnt. Aber der hat gerade in der Konfi geschrieben, dass er über die 1000 Nachrichten gelesen hat und nochmal alles zusammengefasst schnell. Chatback ist gleich durch. Mit dem Minimstone finde ich cool, dass das unten rechts angezeigt wird, was für ein Block das zum Beispiel wird. So, das kann ich wieder rausnehmen. Er ist immer noch nicht voll, lol. ETF. Chatback lädt sich so schnell, so langsam auf einfach. Was wird Gravel? Oh, wieder zu Sand, ja. Alles wird zu Sand, alles einfach. Alles, einfach alles. Der hat Karotten bei mir geklaut, der Pisser. Dieser Reh, wie alt. So. Ich kann jetzt hier zum Beispiel hinten noch so eine Kiste hier machen. Das hier nehme ich, das hier nehme ich. Da nehme ich noch das hier. Und dann machen wir einmal diese Kiste hier. Kommen solche Sachen rein. Dann kann ich noch eine Engines-Kiste machen. Wo haben wir denn Engines hier? Gar keine mehr, ne? Aber da kann ich das schon mal reinpacken, wo ich das dann gleich hinmachen werde. Dann kann ich noch eine Engine, eine Kiste mit sowas machen. Und dann halt eine Kiste mit kompletten Geräten und sowas. Also ich würde sagen, das hier ist die Kiste mit den Geräten. Mit Werkzeugen. Die muss ich dann aber extra alle bearbeiten und dann sowas da zum Beispiel kann ich noch woanders hinpacken. Kann ich einmal zum Beispiel das hier nehmen und sagen, ja, das kommt jetzt dahin. Dann kommt hier sowas wie das rein. Dann haben wir hier einmal bei den Engines. Können wir hier so ein Buildcraft-Teil machen, wo sowas reinkommt. Oder nein, auch der Maschinenblock, solche Sachen halt einfach. Ja, dann können hier zum Beispiel Engines rein. Dann kann ich hier noch sowas reinmachen. Was zu weitercraften einfach. Dann möglicherweise hier dann. Moment. Hier sind Engines, ne? Ja genau, dann kommt hier so eine Kiste rein mit. Mit Sachen zum Craften, sowas wie Circuits oder Generator oder irgendwas. Und dann ist das eine halt dann die Maschinenkiste. Das flitzt da alles schön durch. Wie viel Jojo haben wir wieder? 20. Also das läuft auf Hochtouren. Und ich will das nicht hier hinpacken, weil sonst kriegen die anderen Geräte ja keine Energie mehr. Das ist das Problem. Es haben so viele geschrieben, dass ich das da hinmachen soll. So, ich hole mir eben das hier. Einen Schritt weiter. Ja. Ich brauche hier auch noch schnell ab. Passt schon. So. So. Noch einen Schluck gemacht und dann hier schnell maceraten. Und gleich wird's Nacht, dann macerate ich jetzt schnell alles durch, was ich noch maceraten kann. Und zwar einmal Silver Dust haben wir, okay. Lapis kann ich glaube ich nicht maceraten, Gold habe ich gerade gemacht. Jo, ich denke, das war's. Hier ist so viel Scheiße drinnen, so viel verschiedene, das ist echt abnormal. Das ist richtig übertrieben. Ich glaube, ich mache da noch eine extra. Ich mache eine extra für Lead, Ferris. So, solche Mischmaschinen-Gods, die tue ich woanders hin. Sowas hier.
Nee, Ferris nicht. Ferris bleibt da. Elektrum aber. Und Pulverized Obsidian kommt zu Obsidian. Ich denke, das passt jetzt, oder? Ich glaube, das passt. Lol. Gut, dann mache ich die da hinten hin. Hier kann ich zum Beispiel eine Shiny Ingot machen. Da dran. Dann kommt das hier alles rein. Das aber nicht. Denn das kommt hier rein. Gut, dann müssen wir. Einmal Ferris haben wir. Kann ich Zinne beim Mace raten? Ich weiß es nicht. Und Lead auch noch. Und einmal Tungsten. Mal schauen, ob das funktioniert. So wie ich das mir das, wie ich mir das vorstelle. So, dann ans Gold. Und einmal das ran, einmal das, einmal das und einmal das. Nuggets nicht wirklich, oder doch Nuggets auch. So. Ah, daran. Dann Silber haben wir noch nicht gemacht, Kohle aber schon, oder? Silberblock kann man ja nicht machen, soweit ich weiß. Ich kann ja nochmal schnell hier gucken, ob das geht, weil es haben manche geschrieben, dass es geht, manche schreiben, es geht nicht. Doch, Silberblock geht. Aber da brauche ich ein anderes Silber. Wie kriege ich das andere Silber? Ich hab das hier. Ich brauche das hier. Hä? Was? Achso, wenn ich so das mache, dann ist das ein anderes, ne? Warte, dann kann ich hier mal eben kurz. Ich kann den Nuggets machen und wenn ich das jetzt wieder zu einem Barren mache, dann sollte das funktionieren, oder? Ja, perfekt. Mache ich einfach mal ganz viele Nuggets. Und daraus dann wieder Barren. Und zack. Dann kann das da wieder rein. Davon nehme ich mir eben eines. Davon nehme ich mir auch eines. Davon nehme ich mir auch eines. Dann einen Block. Neun. Dann hiervon eines. Ja, passt. Jo, läuft. Und Silber ist das hier in der Mitte. Da haben wir das schon drinnen. Das heißt, da kommt noch der Block dazu und das hier. Eigentlich kann ich auch Nuggets noch dazu machen. So, dann können wir das wieder reinmachen. Und das passt. So. Dann wieder hier dran. Oh, der geht jetzt runter, ne? Nicht so gut. Das kann man nicht misseraten. Lead auch nicht, das kann man nur pulverisen. Zinnen aber auch nicht. Okay. Dann pulverisiere ich eben etwas Lead. Dafür nehmen wir noch das da. Geht mal weg, ihr Häsligen. Playerboy zerstört euch. So. Wenn ihr sich wundert, wer Playerboy ist, so heißt mein Schwert. Mein Schwert ist der Killer. So, eine Hobby ist Steam Engine, kann ich ja mal dann kurz da dran machen. Und zwar einfach so. So. Kommt die Kohle rein. Dann brauche ich noch einen Eimer, den haben wir unten. Und zwar, pass auf, ich finde ihn sofort, nämlich hier. Nehmen wir uns direkt einen Wassereimer. Den können wir dann noch entleeren und dann brauchen wir den nicht mehr dazu zu speichern. Oh. So. Läuft. Perfekt. Dann pulverisiert mir das eine Lead eben. Ich kann währenddessen schon wieder runtergehen und das Zinnober und Tungsten reintun. Das Zinnober irgendwelche Effekte? Ja, das ist also Elemente, wie es eigentlich heißt. So, dann kann ich hier nochmal ein paar Sachen reintun. Das zum Beispiel, das auch. So. Läuft. Dann der Eimer kommt nach da hinten. Simon ist ein Jockel. Gut zu wissen. So. Da läuft. Noch irgendwas jetzt? Ah ja, genau, ich wollte das Lied noch abholen. Ich dürfte auch mittlerweile fertig sein. Ne, jetzt fängt's an. Gut, perfekt. Kann ich die auch wieder ausschalten? Du kannst dich mal schön beruhigen. Passt. Und
Wo ist es hin? Achso, ist direkt da reingegangen. Fail. Pulverized Lead. Sehr schön. Das kommt dann auch noch dahin an. Nein, nicht dahin an, sondern dahin an. Kann man daraus eigentlich Blöcke machen? Das interessiert mich jetzt eben. Zack, 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 zack. Kann man. Ruby Block. Dann aus den anderen nehme ich mal an auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Warte, das war bei 4, ne? Jo, Ember Block. Dann. Saphir Block. Uranium geht, glaube ich, nicht. Genau. Aber der hier geht noch. So. Dann tun wir das mal wieder rein. Davon nehmen wir eines. Davon nehmen wir eines. Dann nehmen wir hiervon einen. Davon einen. Davon einen. Und davon einen. Ich hoffe, das passt so. Dass da alles aufgeht. Das kommt bei grün rein. Geht sich perfekt aus. Sehr schön. Also sowas wie Refined Uranium oder sowas passt dann da halt nicht mehr rein. Aber es ist ja auch egal. Es wird schon passen. Gut. Dann Gold haben wir schon gemacht. Genau. Juju-Meta haben wir noch nicht gemacht, glaube ich. Was ich hier nochmal machen kann, ich glaube Tin-Ingots gibt es nämlich auch. Genau. Also Tin-Nuggets. Dann kann ich die hier nämlich noch reinmachen. Und hier noch Copper Nuggets. Und zwar hier oben. So. Und ja, auch Iron Nuggets gibt es. Ist halt extrem nervig für solche Sachen, aber muss sein, damit das auch alles funktioniert, falls ich irgendwann mal aus Versehen Iron Nuggets einsortieren sollte. Was ich glaube ich nicht machen werde, solange ich die nicht brauche. Für was braucht man die überhaupt? Usage. Wahrscheinlich eh nur zusammen craften. Ja, war so klar. Wo zur Hölle ist der Unterschied von denen? Egal. Okay, noch irgendwas? Nee. Das haben wir also. Redstone-Block gibt es, glaube ich, keinen, ne? Bei 4 nicht. Ich kann einfach wieder nachschauen, wie beim Silber. Dann weiß ich mehr. Redstone. Nein. Das sind nur die Chipsets. Nein, nichts. Passt. Dann lass da wieder rein. Gold haben wir auch schon gemacht. Silber haben wir schon gemacht. Gibt es ein Lapis Nugget? Mal schauen. Schauen wir einfach mal bei Lapis. Lapis. Das brauchen wir nicht. Lapis Block. War kein. Lol, ein Painter. Egal. Jo, aber sonst nichts. Gut, dann nehmen wir hier das hier und dann das hier. Dann. Ja, machen wir erstmal das hier. Kommt da bei grün wieder rein. Dann brauchen wir Gold, haben wir schon. UU-Meta. Nikolaid, kann man als Nikolaid noch irgendwas machen? Nikolaid, nein, kann man nicht. Wofür ist das eigentlich gut? Mich interessiert das jetzt. Usage. Ein Voltmeter, eine BT-Batterie. Und wofür in aller Welt brauche ich sowas? Im Alloy-Furnace brauche ich das, da weiß ich das. Es geht nämlich mit den. Es ist von dieser Mod überhaupt. Das ist bei Red Power 2, soweit ich weiß, dabei. Es funktioniert, glaube ich, auch wie Redstone. Nur, dass es sich mit Redstone nicht kreuzt, wenn ich richtig kriege. Das habe ich schon gemacht. Nikolaid muss ich noch machen. Habe ich mit. So, dann ist hier Juju-Meta. Und hier Nikolaid. So, dann haben wir die Seite schon fertig, ne? Ne, das habe ich noch nicht. So, Nikolaid und Juju-Meta. Gut, dann brauche ich das hier. Einmal ein Lead Ore, ein Ferrous Ore, ein Tungsten Ore, ein Cinnabar Ore, ein Steel Ingot, das kann ich eigentlich mal wieder runter tun, ein Lead Ingot, ein Ferrous Ingot, Pulverized Ferrous und Pulverized Lead. Geht sich perfekt aus. Und das ist welche Farbe? Auch grün. So, 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 so. Und so. Perfekt. Können wir noch alles wieder reinschmeißen. Läuft. Dann haben wir die Seite durch. Perfekt.
Wenn ihr hier irgendwelche Ideen habt, ob ich hier irgendwelche Eckstützen machen soll oder sowas, weil das sieht ein bisschen mit dem Glas seltsam aus, finde ich. Dass ich da vielleicht so irgendwas hochziehen soll. Und das ist dann damit das begrenzt praktisch. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Gut, den Zauberstab und das Pharmanomicon, das tue ich noch zu Tools. Das hat da drin, glaube ich, nicht so viel verloren. Die Tools sind eine Sache, die nicht so einsortiert werden. Also deswegen keine Sorge, weil es da hier irgendwas ist oder sowas. Alles, was hier reinkommt, wird manuell einsortiert, weil das geht da sowieso dann alles wieder zurück. Denn ja, da kann ich nur ein paar Sachen höchstens machen. Wie zum Beispiel einmal das Eisenschwert, dann vielleicht diese Wrench hier. Crowbar ist ja ne. Eine Schere. Tree-Tap. Bogen. Eine Spitzhacke. Feuerzeug. Zauberstab. Noch irgendwas? Ja, die normale Wrench halt noch. Die Bronze-Wrench. Die mache ich mir, glaub ich, eben noch. Hier haben wir das eh noch. Sieben Stück. Nein, ich brauche sechs Stück. Scheiße. Oder? Ne, sieben Stück stimmt schon, oder? Ne, sechs Stück. Fuck it. So. Dann das da wieder rein. Und hier war das. Das ist zum Beispiel dann blau. Machen wir mal einfach so. Das ist eigentlich eh egal, wie wir das da rein tun, von daher. Bogen haben wir schon, Flintenstiel, dann das hier und das hier. Passt. Das ist das, was da am häufigsten reinkommen könnte, glaube ich. Tierschwert vielleicht noch, aber ist nicht so wichtig jetzt, glaube ich. Oder? Doch, machen wir ein Tierschwert statt dem Eisenschwert. So. Dann machen wir hier weiter. Ein Mossy-Cobble, ein Air-Shard, ein Fire-Shard, ein Water-Shard, ein Earth-Shard, ein Wiss-Shard, ein Dull-Shard und ein Thormium-Ingot. Und das ist alles blau. Ah ja, blau. Stimmt schon, ist dieselbe Pipe. Dachte gerade schon, hä? Was? Wieso? Nein, stop it. Dabei ist das ja alles hier dasselbe. So. Gut. Dann hier oben Mob Drops sind Pfeile, Knochen, Strings, Gunpowder, Enderperle, Zombie Brain, Shard, Rotten Flesh und Spinnenauge. Das ist ja alles blau. Oh, Rotten Flesh ist da schon drinnen. Sehr schön. So, passt. Dann kommt das da alles wieder rein. So läuft das. So, Moment. Revi. Oh Mann. Ja, gut. Passt, passt, passt. Dann hier die Heads. Gibt's eigentlich Enderman-Heads? Ich weiß es gar nicht. Kommt da unten rein, bei Blau. So. Rubber, weil Sticky Resin haben wir ja schon gehabt. Also einfach nur ein Rubber hier bei Blau. So. Dann die Pipes, einmal Holz, einmal Stein, einmal Gold, einmal Dia, einmal Obsidian, einmal Void. Und ich weiß nicht, ob ich das nehme. Mal gucken, was gibt's noch für Pipes? Was brauche ich denn da möglicherweise noch? Pipe. Die Waterproof Pipe werde ich wahrscheinlich nicht benutzen müssen. Das Einzige, was ich noch brauchen könnte, wäre. Also, ich weiß nicht, was die Stone machen. Die weiß ich weiß nicht, keine Ahnung, was die machen. Aber ich denke, so wichtig wird es nicht sein, wenn ich es nicht weiß. Die Iron werde ich vielleicht irgendwann mal brauchen. Also, die möglicherweise dann noch. Das sind alles waterproof. Das sind Conductive Pipes. Die werde ich, glaube ich, irgendwann mal brauchen. Das kann schon sein. Was macht die Emerald Transport Pipe? Das weiß ich auch nicht. Das ist einfach die. Boah, das ist. Habe ich noch nie gesehen. Void hatten wir schon. Was ist das hier? Void Waterproof brauchen wir nicht. Sandstone, weiß ich auch nicht, was das macht. Also, ich denke mal, dass ich die Conduits da schön drinnen lassen kann. Das passt schon. So, 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 so und so. Ja, läuft. So. Dann Essen. Steak,
Hühnchen, Brot, eine Karotte, Melonen, Äpfel, Potato und noch etwas Rohes. Passt. Kann ich ja dann jederzeit auch noch umändern, wenn ich da mal anderes Essen oder sowas habe. Die Potato muss ich dann auf jeden Fall noch ändern, weil die gehört da eigentlich gar nicht rein. Aber erstmal lasse ich die da drinnen. Das passt so. Ja, dann kommen wir jetzt zu dem hier. Das ist bis jetzt nur Zuckerrohr und Weizen. Davon nicht sonderlich viel. Bei Blau wieder. Ist, glaube ich, die längste Aufnahme, die ich bis jetzt gemacht habe. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, hier kommen dann wie gesagt die Gerätschaften rein. Die Werkzeuge tue ich woanders hin. Was ist ein billiger hiervon? Okay, Circuit und Batterie. Ja, ist das gleiche. Ist das gleiche. Dann kann ich dir mal. Ja, die Wrench habe ich aber noch. Das heißt, ich nehme mal lieber die Wrench. Die tue ich dann mal da dran. Dann haben wir hier. Ups, da ist ja schon was drinnen. Tue ich dann halt mal da dran. Das ist nämlich die Kiste, die dann ausgetauscht wird. Ja, dann tausche ich die aber jetzt aus. Weil da ist ja schon alles drinnen. Wieso ich jetzt so komisch gucke übrigens, fragen sich vielleicht manche. Ich muss so laufen, sonst laufe ich die ganze Zeit gegen die Kiste. Ich kann das eh mal kurz zeigen. Dann kann ich nicht meinen Boost ausnutzen. Ist das Portal aus? Tatsache. Hat er das ausgemacht oder? Ja, wahrscheinlich. So. Meinen Boost-Key kann ich ja sowieso nicht benutzen, wenn ich so rumlaufe, glaube ich. Obwohl, das geht eigentlich noch so halbwegs. Wenn ich runter gucke, vielleicht. Lol. So kann ich auf der Kiste laufen. Wie geil ist das? Aber leider glitsche ich dann zurück. Ah, komm her da. Ja, das Schild nehme ich dann gleich mal weg. So. Meine Quarry hat die. Nein, Moment, das mache ich anders. Vielleicht brauchst du die, dachte ich. LG, Vini. Ja, mal gucken. Vielleicht braucht er die ja wirklich, ich weiß es nicht. So, dann brauchen wir gleich eine Iron Chest, aber ich weiß ja, wo wir die finden. Die haben wir ja schön einsortiert und so weiter. So. Dann. Gehen wir runter. Ich bin so verwirrend, wenn da oben auf einmal nicht mehr das ist, was man erwartet. Wenn es einfach nicht da ist. So. Wo war ich stehen geblieben? Genau, ich wollte die Tree Tap da drüben rein tun. Das heißt, ich brauche noch eine Kiste. Und die hatten wir hier hinten, nämlich da. So, die kommt dann da rein. Da kommt dann die Tree Tap ran. Passt. Ja, machen wir die einfach mal noch daran. Das ist gelb. So. Passt. Dann wieder dahin. Wir waren hier stehen geblieben. Das haben wir, glaube ich, noch gemacht. Kann ich da eigentlich durchgreifen? Kann ich tatsächlich. Das ist praktisch. Okay. Gut, dass ich da jetzt drauf komme. Kann ich hier so langsam mal die Geräte, die ich da habe, machen. Und zwar ist das immer noch blau. So. Kommt wieder da rein. Einmal da lassen. Wie ist es hier Ember drinnen? Das ist falsch. Ein Leder, eine Feder und ein Bone Meal. Hier kommen solche Teardrops rein. Und halt auch noch Bone Meal. Das passt da einfach. Gerade so rein, würde ich mal sagen. Es gehört nicht wirklich dazu, aber es hat sich halt angeboten, dass ich das da rein tue. So, Ember kommt da dazu. Dann, die haben wir schon gemacht. Das bedeutet, wir sind jetzt praktisch dann hier. Yay, ein Item Frame. Und das ist wieder blau. Das ist eh die richtige. Ja, ist eh die richtige. Dann, hier oben tun wir mal Blast Protection Buch. Ah,
Moment, dann tausche ich das aus. Boah, dieser hässliche Bug. So. Dann Blast Protection da rein. Dann tue ich Feather Falling hinten rein. So, was brauchen wir noch dazu? Dann können wir zum Beispiel noch eine Music Disc nehmen. Ein Minecart, dann diese Bottle hier. Ein Workcard. Eine Track. Oder will ich dann eine Dungeon Drop Kiste? Ich glaube, da mache ich eine Dungeon Drop Kiste für. Für diese Sachen hier. Dass da kann da drinnen bleiben. Music Discs und so. Dann mache ich da hinten nur das Buch ran. Eine Music Disc. So. Und bam. Dann mache ich hier die Kiste dafür. Ja, das passt. Können wir zum Beispiel das da rein tun. Ups. Das brauche ich. Nein, das brauche ich. Aus. Oh, da sind die Leute von Broken Zooms TV mal wieder da. Am Start. Oh, und mit denen gemeinsam. Heyo. Das habe ich schon. Das habe ich auch schon. So, Zeppelins brauche ich jetzt. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und viermal. Das kommt dann da dran. So. So. Dann hätten wir die Seite auch fertig. Dann sind jetzt noch zwei Seiten vor uns. Aber jetzt wissen wir ja, wie es schneller geht. Sorry übrigens für diese Folge. Es tut mir echt leid. So. Ja, den Mushroom auch mal. Egal, passt schon. So, und hier ist das jetzt rot, ne? Ne, es ist gelb. Hat sich fast falsch gemacht. Also gut, gelb. Ja, stimmt eh. Jo, die Kiste. Das war ich. Dann hier oben eine Workbench, Project Table, Furnace, Kiste, Iron Chest, Diamond Chest und Chest Card. Da können dann auch noch Gold Chest und Obsi Chest hin. So, das passt perfekt. So, und das ist hier gelb, wie gesagt. So. Passt. Was machen die denn jetzt? Ich will das dann gleich wissen, was die machen. Seeds habe ich eingepackt. Wolle. So. Gelb. Dann Gears. Davon haben wir ja noch nicht so sonderlich viele. Wir haben ja gerade ein Iron Gear. Da muss ich dann noch ein Wood Gear und so weiter eben machen. Aber das habe ich eh alles unten. Wieso laufe ich denn da hoch? Ich muss mich erst dran gewöhnen, dass das hier unten ist. So, da können wir zum Beispiel dann mal hier ein Stack Sticks nehmen. Und da daraus Gears machen. So, dann nehmen wir ein paar Cobblestones. Was hatte ich gerade, da ist einer von denen, dabei war das Turtle. Lol. So. Nur so, hä? Was wollen die denn jetzt hier? Hier gibt's nix. Dann mach ich Eisen da draus aus. Warte mal, ich mach's einfach so, dass überall dann vier übrig bleiben. Passt schon. So, dann haben wir hier dann vier von denen. Das waren fünf, so. Machen wir die vier hier weiter. Aber die müssen wir dann auch alle weiter zu Gold machen. Deshalb nämlich. Kommt er zu mir? Ja, oder kommt zu mir? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was machen die denn da jetzt? Gleich mal gucken, was die da machen. Ja, dann können wir das. Das reicht eigentlich schon mal. Haben wir schon ein paar Gears auf Reserve. Nehmen wir einmal eins von überall raus. Sind die da bei Spark oder wo sind die?
Oh, Tatsache liegt schön bei Spark rum. Gios, 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 Gios. Wo war das jetzt da? Gelb was. Die restlichen Gears muss ich dann hinzufügen, wenn ich die dann brauche. So, hier kommen dann Engines hin. Nein, die Kabel habe ich noch gar nicht gemacht. Stimmt. Restlich muss ich dann auch noch hier dazu holen. Jetzt gehen die zu Riolen. Gucken sich wahrscheinlich an, dass Revi gemacht hat. Gelb. Scheiße, was machen die denn? Ist denen langweilig? Was sein? Gucken immer paranoid rüber, nicht, dass aber die einfach hinter mir stehen und mich schlagen, denn dann muss ich schnell meine Quantumrüstung anziehen, bevor die Dullis das kriegen. So. Dann hier kann ich schon mal eine Electrical Engine reinmachen. Also da kommt dann eine Redstone Engine ins Item Frame. Das mache ich dann gleich. So. Dann hier unten. Einmal diese Tin Can, einen Bucket. Wassereimer, denke ich, werden wir da nie reintun. Habe ich da eh überall das Richtige gemacht? Ja, habe ich, glaube ich. So, dann hier oben kommt Reinforced Glass, Hardened Glass und Machine Block. So. Dann. Da kommt das rein, ne Track, Minecart, Chestcart und diese Bottle. Ups. Hi. So. Jetzt wahrscheinlich nur angeguckt, was ich gerade treibe. So, das wieder da rein. Dann die Tree Tap haben wir hier, glaube ich, schon gemacht, ne? Ja, genau. Dann hier unten kam sowas. So, so und so. Gut, dann hätten wir das auch geschafft. Ah, da kann ich mal ein Alloy hinpacken. Oder ne, eine Carbon Plate mache ich da lieber, weil ich habe gerade kein Alloy und Carbon Plate ist genauso gut. Also passt schon. Ja, ganz ordentlich. Ich kann hier übrigens noch irgendwas davon ersetzen, wenn euch da noch was einfällt, was ich besser machen könnte. Aber ich glaube, das passt eigentlich so, wie ich es habe. So, hier kommt dann wie gesagt noch Basalt hin. Muss ich dann noch machen. So, dann kommt hier mal das und das. Und hier ist es jetzt rot. Lol, habe ich hier. Ah doch, das stimmt schon. Stimmt schon, stimmt schon, stimmt schon. Ich hab halt nur einen Fehler gehabt beim Denken. Dann kommt hier Clay hin. Ja, das muss ich da ran tun. So, rot. Moment, ein Clay-Block vielleicht auch noch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. So. Dann hier unten kommt. Zum einen Netherrack, Soul Sand, Glowstone, Blaze Rod. Richtiger Glowstone. Ja, Blaze Powder nicht unbedingt. Rot ist das wieder. Habe ich das eh richtig gemacht, oder? Ja, ist hier bei Rot, passt. Dann, Obsidian haben wir schon. Dann hier Sand, Glas und Glass Panes. So, das dahin, das dahin, das dahin. Dann hier Marble. Ist es so übertrieben? Ein Marble schnell. Da kommt nämlich nur Marble ran. Marble Bricks und so weiter kommt ja dann da drüben hin. Dann hier unten, wo sind die gerade? Nicht in der Nähe. Hier unten kommt mal ein Flint und ein Gravel hin. Auch wieder bei Rot. So. Den liftet einfach so. Wascht da los. Dann nehmen wir eben Holz, ein Oakwood,
Jungle Wood, ein Rubber Wood und ein Silver Wood. Mensch, ist das das Richtige? Das ist Marmor hier hinten, ne? Ja, das heißt, ich muss da oben hin. Stimmt schon. Ja, gehe ich einfach nach oben kurz. So. Weil ich da dann doch das Falsche nehmen. So. Rein damit. Dann. Stairs, Slabs und Slab. So, so und so. Dann. Was noch? Was noch? Was noch? Eine Leiter. Ein Fence. Das hier. Stick, Slab, andere Plank, Wooden Tie und ein Schild. Ich glaube, die Planks, ich weiß nicht. Bin mir nicht sicher. Vielleicht mache ich dafür noch was anderes. So, das kommt dann da unten dran. Und zwar auch wieder bei Rot. So, rein damit. Dann, die Slabs habe ich schon. Holz habe ich, das hier unten habe ich gerade gemacht. Dann Dirt. Rot. Dann noch Cobble. Und dann noch Cleanstone, Bricks und Stone Bricks. Bei Rot. Und dann sind wir fertig, würde ich sagen, ne? Die restlichen Sachen wie Redstone Engine und so weiter, das kann ich euch jetzt echt nicht mehr zumuten. Also, langsam jetzt echt übertrieben. Ich gucke nur eben, was die zwei Typen da jetzt treiben, ob die bei ihrem Grundstück sind. Die eiern da bei denen herum, wie es aussieht. Ich guck mal, was die da so machen. Brücken Döner TV Allianz Hauptquartier. Oh lol. Was macht der da? Ich beobachte sie jetzt. Noch ein bisschen. Plündert der? Was tut der? Sand. Brauchst du Marble? Hab viel zu viel. Also, willst du Sand? Glas habe ich nicht. Ja, nein, vielleicht. Puh, ich bringe ihn einfach jetzt Hand jetzt. So. Boah, Alter, wie viel wir da jetzt gemacht haben, ohne Witz, das ist echt krass. So. Da, 36 Sand. Wobei, ich bin jetzt eben mal so nett zu Broken Zooms TV. Ich mach denen ein bisschen Glas noch. Wenn man lieb zu ihnen ist, sind sie lieb zu einem. Hoffentlich. Ich könnte eine Kuh mitnehmen zu denen. Das wäre sicher witzig. So eine Kuh, einfach. So, ist das wieder voll. Dann haben wir da 36 Glas für die. Da, 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 da. Eins, zwei. Das ist gleich, passt. Na komm.
Also ich mache ziemlich viele Zeitraffer rein, glaube ich. Jedes Mal, wenn ich bei der Quarry bin, was holen und so weiter. Ich hoffe, das Video geht bis morgen rechtzeitig online. Guck. Geh mal darüber. Kein Ding. Bin jetzt aber auch mal off. Man sieht sich. Aber schnell noch rüber. Nächstes Mal werden wir dann die Maschinen nach unten verfrachten, glaube ich. So ein bisschen der Hausbau, was halt drinnen ist. Ja, ist aber schon ganz nice, würde ich sagen. Also machen wir hier einen Screenshot von der anderen Seite. Für Thumbnail, noch schnell. Gut, dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.